Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Sims 4 mit, nachhaltig leben und besser gesagt vor allem mit Riley. Und ich hoffe, das geht, wie ich sitze. Ich glaube, ich sitze ein bisschen niedrig. Ich kann ja versuchen, noch ein bisschen hochzufahren. Gut, okay. Ja, Riley ist gerade noch in der Schule, sie kommt aber gleich wieder und es sieht ziemlich gut mit ihrer Schulleistung eigentlich aus. Wir sind kurz davor, wieder Einzelschüler mit Riley zu werden, was auch mein Ziel ist. Weil Riley schon ein sehr, sehr strebsamer Mensch vor allem auch ist und dann doch vor allem gut abschneiden möchte. Ich überlege, was wir heute noch machen könnten. Wir könnten auf jeden Fall... Riley ist für heute fertig mit der Schule. Sehr schön. Wir könnten mit Mike ein bisschen quatschen. Wir könnten ja mal bitten, ihn darum bitten, dass er mit uns abhängt. Jetzt ist er reingegangen. Aber wir könnten die Gelegenheit nutzen, um... eigentlich auch mal bei ihm vorbeizuschauen, weil bei ihm waren wir auch noch nicht drinnen, wie es dort so bei ihm aussieht. Wie seine Wohnung so aufgebaut ist. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann können wir den Tag heute ein bisschen mit Mike verbringen vielleicht noch. Ich habe gesehen, Riley hat auch einen Knapp. Ich kann ja noch mal kurz schauen. Du kannst auf jeden Fall mal klopfen. Ich finde es blöd. Ich finde, sie hätten ruhig machen können, dass man hier noch bei den anderen so mit reingehen kann. Können wir direkt die tiefgründige Haltung starten. Genau. In etwas mehr als einer Woche hat Riley schon Geburtstag und wird dann schon zur jungen Erwachsenen. Also die Zeit vergeht wirklich ziemlich fix. Und dann würde ich sagen, quatschen die beiden einfach mal ein wenig miteinander. Ich bin noch immer überlegen, wohin ich dann später mit Riley gehe. Ich hätte ja mal wieder Lust auf die Schauspielkarriere. Vielleicht wäre das ja auch eine Idee. Die Eltern von ihrer besten Freundin sind ja auch Schauspieler. Das kann man ja auch gut als... ja, Sprungbrett dann sozusagen nehmen, dass sie ihr da so ein bisschen hineinhelfen. Das könnte man Klopf fürs Brüllen. Aber das würde ich ziemlich cool finden, wenn wir das mit Riley ausprobieren würden. So, ich muss noch mal kurz was schauen. Ich befrage mich immer noch, wie es so zwischen Rachel und also ihrer Stiefschwester und, ach Gott, wie hieß er denn? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Gerald so aussieht. Riley ist ja immer noch an Gerald interessiert. Aber sie wusste halt, dass er was mit ihrer Stiefschwester hat, aber letztens hat er uns erzählt, dass er Single ist. Deswegen ist jetzt die Frage, wie es so zwischen den beiden steht. Ich wollte sowieso mal kurz ausschauen. Wo war denn dieser Belohnungsstore? Hier, ich hole mir mal diese stets willkommen. Ja, dann kann ich mich hier auch besser bei ihm bedienen. Kann mir auch mal auf die Toilette in Ruhe gehen und dann vielleicht auch was essen. Ah, die Wohnung von ihm ist eigentlich echt ganz hübsch. Also... hat alles, was man braucht. Oh, Mike und Riley sind soeben gute Freunde geworden. Das ist schön. Ich würde es cool finden, wenn man mit Freunden so ein paar Witze macht, dass da auch der Spaß hochgeht. Aber es funktioniert irgendwie nicht so. Ich wollte mal kurz schauen. Haben wir eine Emotion mit ihnen? Wir haben mit niemandem eine Emotion. Oder ein Gefühl. Ah doch, wir haben Gefühle gegenüber Mike. Wie konnte man das nochmal öffnen? Auf jeden Fall haben wir dieses warmherzige Gefühl. Ah, hier konnten wir das im Profil öffnen. Okay, alles klar. Wir könnten eigentlich irgendwo hingehen. Mal schauen. Dann müssen wir nicht die ganze Zeit vor der Wohnungstür stehen. Ah,
Sicher, wir werden Mike dort treffen. Ich überlege gerade, wo wir hingehen könnten. Vielleicht nochmal außerhalb der Stadt. Können natürlich nochmal nach Mont Conorabi. Vielleicht mal hier in den Park schauen. Oder hier ist auch eine Lounge. Ich denke, wir gehen mal hier in den Park schauen. Jetzt müsste ja zurzeit auch Sommer sein. Mich interessiert auch mal, wie die Stadt so ohne Schnee aussieht, weil mit meiner Legacy-Familie war das ja so, dass ich auch im Winter dort wohne. Da lag halt überall Schnee. Und jetzt sehen wir auch mal, wie das Ganze so aussieht. Ich schaue mich gleich mal an, aber wir drücken erst noch mal kurz. Wow. Also die Welt ist echt hübsch. Da kann man nichts Negatives dagegen sagen. Der Park ist zwar wirklich ziemlich klein, aber sieht wirklich sehr schön aus. Hier hinten können wir auch was kaufen. Es wäre ja cool, wenn dieser Store, weil das sieht ja nach so einem Sushi-Shop aus. Wäre eigentlich ganz cool, wenn der offen hätte. Mal gucken, ob wir mit Riley vielleicht was kaufen können. Aber ich hatte irgendwie gehofft, dass wir so eine spaßige Aktivität vielleicht durchführen könnten. Sehr schön. Karotte. Komm, wir holen uns mal so einen Energieriegel. Wieso kannst du dir deinen Energieriegel nicht holen, Riley? Was ist los? Ja doch, du hast ihn noch. Dann ess ihn mal. Jetzt macht der Shop aus. Wirklich? Gucken, was gibt's denn hier? Avocado-Rolle. Oh mein Gott. Wow. Wir holen uns Avocado-Rolle. Ist ein Energieriegel und holen wir uns so eine Avocado-Rolle. Oh mein Gott, ich liebe Sushi. Riley, es ruhig dein Energieriegel auf. Dankeschön. Riley, du bist aber schon jetzt das hier, oder? Ja. Aber schön, dass dieser Energieriegel einfach wie so ein riesen Klotz aussieht. Wir können den ruhig mal wieder in Inventar platzieren. Oh, Nami, das sieht voll lecker aus. Riley, was machst du denn jetzt so? Du hast es wegge... Riley! Oh mein Gott, Mädchen. Das ist jetzt nicht ernsthaft? Dieses Mädchen macht mich wahnsinnig. Jetzt bezahle ich doppelt für diese Avocado-Rollen, die eh schon teuer sind. Kannst dich ruhig hinsetzen dazu. Und cool, die haben hier so einen Fellbelag. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Du weißt schon, dass ich ein Foto von dir machen möchte und dann drehst du dich einfach eiskalt weg. Ach, Sushi ist schon cool. Komm, dann erst dein Sushi. Und wenn du damit fertig bist, würde ich sagen, Gefühle halten, freut mich, dass dich mein Lama-Witz nicht langweilt. Ich habe das Gefühl, du verstehst mich einfach. Oh. Ja. Nee, obwohl, zu der Party hätten wir nicht gehen können, verdammt, egal. So, ich will das mal kurz angucken. Gefühle Mike gegenüber Riley. Rüstig, oh, das ist ja schön. Ich freue mich, dass die beiden sich so gut verstehen. Wer bist du denn jetzt so? Max. Hübsche Frisur. Okay, ich würde sagen, wir reisen nochmal weiter, genau mit Mike. Wir gehen jetzt aber nicht in die Lounge, sondern wir gehen zurück nach San Myshuno oder nach San Myshuno in die alte Heimat von... Wow, die haben noch ein Kind bekommen? Welche Welt stehen die denn zueinander? Hat Rachel eine Tochter? Wartet mal ganz kurz. So, ich habe jetzt mal eben zu dieser Familie hier gewechselt. Und jetzt interessiert mich mal die Familienzusammensetzungen.
das jetzt deine Tochter oder welchen Zusammenhang steht ihr? Ich weiß es nicht. Doch, das ist deine Tochter. Wer ist der Vater? Okay, irgendwie ist das eine Mischung aus den beiden. Ich glaube, da hat der MC wieder irgendwas gemischt. Okay, also hat sie irgendwie eine Tochter mit einer anderen, aber sie ist auch echt nicht mehr. Sie hat keinerlei Kontakt mehr zu Jared. Also ist da alles gut. Und sie hat jetzt halt eine kleine Tochter, Rachel. Und sie ist jetzt verheiratet mit einem neuen. Ich glaube, wow, das passt ja perfekt zu ihr, die Merkmale. Genau, mit Riley versteht sie halt gar nicht gut. Aber hier hat sie jetzt eine neue an ihrer Seite. Sie wird doch bald zur Seniorin in 6 Tagen. Ja, eine Enkelin. Und sie hat jetzt 3 Mütter sozusagen. Okay, gut. Da hat der MC-Kommando wahrscheinlich irgendwas rausgemischt, dass die beiden irgendwie so in den Genpool gelandet sind. Mal gucken, ob ich das wirklich umstellen kann, weil es ist irgendwie unlogisch, wenn 2 Frauen zusammen Kind bekommen, klar adoptieren, ja, aber dann so leiblich in dem Sinne. Gut, das ist Sims, da ist auch alles möglich. Aber gut, jetzt ist die kleine, wie heißt du? Alicia halt da. Aber ja, gut, das ist mal gut zu wissen. Auch ist es gut zu wissen. Ah, sie ist eine Meerjungfrau. Bist du eine Meerjungfrau? Ach nein, deine andere Mama ist eine Meerjungfrau. Okay. Wie sieht es bei dir eigentlich so aus? Ach, sie ist sogar eine Einserschülerin. Okay, gut, aber es war mal gut zu wissen, wie diese Familienverhältnisse hier aussehen. Jetzt wissen wir wenigstens, woran Riley bei Jared auch so richtig ist. Ich wechsle mal eben schnell zurück. So, ich bin wieder bei Riley. Ich bin mal direkt wirklich noch in die Karaoke-Bar gefahren. Und wir singen zusammen mit Mikey. Ich glaube, ich habe Riley ein gewisses Talent in der Singfähigkeit gegeben. Genau, ich habe ihr die Level 4 gegeben. Weil natürlich hatte sie ja schon, bevor wir mit ihr gespielt hatten, Alemi haben wir mit ihr als Teenagerin gestartet. Und davor hat sie natürlich auch schon gelebt als Kind. Natürlich kann man als... Doch, ich glaube, als Kind konnte man sogar schon die Gesangsfähigkeit stärken. Wow, sie sind so talentiert. Wunderschön. Aber vielleicht geht jetzt so ihr Spaß mal langsam ein bisschen hoch. Oh, ein echter Star ist hier. Also ob ihr Spaß habt, doch ihr Spaß geht ein bisschen hoch, immerhin etwas. Oh, uns guckt ein echter Star zu. Ah, Wunder. Wunder. Wunderschön. Das kann man nicht anders sagen. Könnten mitsingen und mit... Das da. Weil da kriegen wir ein bisschen Ruhm und Ruhm schadet nie. Bist du eigentlich schon Star? Du bist jetzt wirklich komplett unbekannt, weil du bist wieder aus dem Rampenlicht verschwunden, was sie, glaube ich, nicht so schlecht findet, weil sie wirklich Ruhe haben wollte nach dem Tod ihrer Eltern. So was ihres Vaters. So, ich meine, jetzt höre ich die nur noch. Prinz hat den Wettbewerb... Oh, wir haben gewonnen.
Wir haben sogar noch Geld verdient. Nicht schlecht. Sehr schön. Wir können ja trotzdem mal ein Story holen. Ich denke, wir sind jetzt erstmal nicht so. Aber cool, wir haben gewonnen. Nicht schlecht. Riley hat hier einfach alles super. Sie hat Manieren, Verantwortung, gute emotionale Kontrolle und Konflikt. Aber sie ist bei so vielen perfekt aufgestellt. Wir können auf jeden Fall wieder ein bisschen noch mit Mike reden. Wir können ja sogar mal romantische Szene für Trinket aufführen. Da kann sie ja schon mal ein bisschen ihre schauspielerische Leistung üben. Vielleicht hilft ihr Mike sogar dabei. Gerade weil sie auch so viele Leute sind, vor denen sie üben könnte. Hören mal auf, mit ihm zu reden, sondern bitten ihn mal direkt darum, ob er denn mit uns auftreten möchte. Aber draußen, Riley, hier draußen sind aber keine Leute, die euch zugucken können. Sie ruft Leute herbei, oder was? Sehr gut. Vielleicht solltest du den Charme weglegen. Hat sie überhaupt eine schauspielerische... Ich glaube, Schauspiel hatte sie auch schon so ein bisschen was. Ja, Level 3, okay. Sag mal, irgendwie bist du gerade ein bisschen ungünstig, Miko. Wir möchten nämlich gerade eigentlich schauspielern. Okay, das ist gerade über eine sehr weit entfernte Distanz. Gut, seit wann fahren hier Taxis rum? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, das ist mal was anderes. Oh, jetzt ist er weg. Ja, aber wir haben mal ein bisschen Trinkgeld verdient. Das ist doch nicht... Ach nee, er ist drin, okay. Ich dachte schon, er hat sich in Luft aufgelöst, weil er sich dachte, oh mein Gott, ich muss hier ganz schnell weg. Können ihr ja auch ein lustiges Geschenk zum Abschluss geben. Ah, dann würde ich sagen, gehen wir auch mal wieder nach Hause mit der guten Riley. Warte, wir müssen die noch zum Abschluss umarmen. Und dann können wir gehen. So, dann gehen wir wieder nach Hause. Weil es ist 1 Uhr und wir haben Schule und wir haben nicht mal Hausaufgaben gemacht. Und dabei wollte ich mich mit Riley wirklich bemühen, besser zu werden. Unser Spaß ist auch nicht hochgegangen. Ich glaube, es wäre das Beste gewesen, wenn wir zu Hause geblieben wären und getanzt hätten. Dann hätten wir irgendwie... Aber war doch ein schöner Abend. Und wir haben ja noch echt ein bisschen Zeit mit Riley. Unser Ziel zu erreichen und eine Schülerin noch zu werden. Ich überlege noch, ob ich mit Riley überhaupt studieren soll. Oder ob ich direkt mit ihr in die Schauspielkarriere starte, weil das Studium sonst wird dauert doch schon eine ganze Weile. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Sachen gibt, die im Schauspiel dir helfen, ob die dich irgendwie unterstützen. Also, die da einen positiven Effekt haben, irgendein Studium auf die Schauspielkarriere. Da könnten wir ja auch mal gucken, was da so in Frage kommen könnte. Oh, das ist, oh nee, das ist nur die Lotterie. Wir können ja mal unser Glück probieren und Lotto spielen. Vielleicht gewinnen wir ja etwas. Wir könnten nochmal Plopsi durchsuchen. Vielleicht finden wir da auch was Schönes. Wo konnte man denn? Man konnte doch hier... Ich suche mal Plopsi. Okay, das können wir auch eine Idee. Wir könnten echt Plopsi mehr benutzen mit ihr. Und da auch so ein bisschen Geld verdienen. Aber eigentlich finde ich es zurzeit gar nicht mal so... ist das nicht mehr... Ich würde es eigentlich auch ganz cool finden, wenn wir unser Geld wirklich jetzt so mit... Ja, mit so ein bisschen Trinkgeld verdienen. Wie zum Beispiel ein bisschen Schauspielern oder... Wollte man sich denn so ein blödes Ding kaufen?
Oder halt singen und halt an so Wettbewerben teilnehmen und probieren, ob wir damit halt irgendwie unser Geld so ein bisschen aufstocken können. Wir können uns ja mal für ein Stipendium bewerben. Vielleicht kommt da was bei rum. Sport, Essen und Trinken, zukünftiger Star. Bildung für alle. Können wir uns immer für Bewohnerinnen und Bewohner. Bühnenkünste. Wir können das mal ausprobieren, weil das ist ja auch das, was wir eigentlich erreichen wollen. Da würde ich eigentlich immer schnell gerne auf Toilette wenigstens gehen, wenn wir schon nicht duschen können. Vielleicht kommt ja was bei rum. Das wäre ganz cool. Weil mit Stipendien kann man sich natürlich auch erstmal. Oh, jetzt geht sie stinkend in die Schule. Okay, ein bisschen haben wir jetzt nicht Hände waschen dazu bekommen. Stinkend und mit ganz wenig Spaß. Aber hey, gut. Ich würde sagen, den Schultag machen wir jetzt noch zu Ende. Vielleicht passiert ja noch irgendwas Interessantes. Das läuft ja auch schnell durch. Das sind ja nur wirklich wenige Sekunden. Gegenstrategie. Da Riley ziemlich gute Noten hat, wurde sie vor kurzem vor ein paar Mitschülern gehänselt. Soll sie sich auf intelligente Weise rächen oder sie ignorieren und hoffen, dass sie sich ein anderes Ziel aussucht. Ich würde sagen, wir konfrontieren sie. Wir haben sogar eine kleine Leistungsverbesserung. Riley lässt eine Triade poetischer Beschimpfungen los und zieht dabei ein imaginäres Schwert. Die Raufbeute verlieren das Interesse daran, jemanden zu ärgern, der sich offenbar zur Wehr setzen kann. Leistungsverbesserung klein. Nicht schlecht. Unsere Leistung sinkt zurzeit leider. Wir könnten noch mal ein bisschen fleißig lernen. Oh, die sinkt. Wir gehen Freundschaften schließen. Okay, unsere Leistung nimmt leider ab, aber wir haben auch keine Hausaufgabe. Nancy. Ja, Nancy kann gern vorbeikommen. Ich würde sagen, mit Nancy reden wir aber erst beim nächsten Mal, denn ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle von euch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns dann das nächste Mal zur neuen Folge wieder. Und ja, bis dahin. Bye, bye.